Path Engine, Scaleform, ganz viel anderes und The Way in Dolby Digital. Ganz, ganz viel. Red Engine. GOG.com für Good Old Games übrigens. CG Projekt. Ja, wir haben es ja gestern schon gesagt, wo wir jetzt sind, und zwar in Witcher 2. Jupp. Ja, kann ich auch. Dam, 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 dam. Da sind schon mal selbst die Cinematics hier auch wesentlich besser als in Teil 1. Wie ich den zweiten Teil damals tatsächlich gar nicht mitbekommen habe, so null. Na gut, zu der Zeit hatte ich andere Lebensthemen. Das Brüder, die sehen sich so ähnlich. Was ist denn da los? Ist das ein Mutagen? Oder ein Fluch. Geil. Das ist ja mal geil gemacht. Ein Zauber war das. Da hat aber eben jemand schnell reagiert. Oh. Alter, was muss der Rechner da gearbeitet haben, was Physik angeht? Brutal. Oh. Meine Güte, ich glaube, ich weiß, welches Video ich auf 18 stellen muss. Hauer, hauer, hauer. Aber was eine Intro. Das war ja eine ganz andere Qualität als noch Teil 1. Assassins of Kings, ja, das sagt ja schon alles. Arena, neues Spiel. Spielstände von The Witcher 1 sind nicht verfügbar. Man kann also direkt weitermachen mit seinem Charakter. Wie cool. Neues Spiel. Oh, das sieht ja auch schon direkt, man hat ja auch direkt schon Full HD. Ich habe mal alles auf maximale Einstellungen gesetzt. Da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Wir sind hier wieder mit Geralt. Hi, Geralt. Kannst du zwischen gehen und rennen und das steht mit Caps Lock. Okay.
Scheiße. Das Boot war undicht. Meine Stiefel sind nass. Sogar die richtige deutsche Stimme. Noch ein Sumpfloch. Und auch richtig Motion Blur in der Ferne, wenn ich mich drehe. Das sieht diesmal sogar richtig gut aus. Und der sieht auch aus wie Geralt. Wenn ich mir die Umgebung so angucke, doch. Sieh dich um, finde die Leiche auf dem Boden und niere dich mit was? Mit G-Axis und so. Könnte ich mit meinem Controller? Wie jetzt? Hallo? Warum? Also ich kann weder mit meinem Controller lenken, noch mit Einstellungen, Steuerungsoptionen, Controller wählen. Controller wählen, also Tastatur ist ja eingestellt. Fortsetzen. Ja, ich versuche, also ich kann mich mit der Maus drehen. Aber die Tastatur wird nicht genommen. Oh, wir haben auch Art. Ich kann aber nichts machen, außer mich umgucken. Wahrscheinlich auch finde die Leiche auf dem Boden. Und nähere dich ihr mit bla. Wo ist hier eine Leiche? Also hier um uns ist keine Leiche. Also das sieht um Welten besser aus. Aber ich kann mich nicht bewegen, also wird das ein sehr kurzes Let's Play leider. Also wie gesagt, WASD greifen nicht. Was ist denn bitte schön G1, Axis Left, Y1 und X1 und dann noch das gleiche mit Minus. Das würde ja eigentlich bedeuten, ich hätte hier einen Controls, ne, und wenn ich meinen Controller zur Hand nehme. So, dann haben wir hier Menü, vielleicht, wenn ich, ob ihr das seht, Xbox, Screenshot. Ja, ich könnte theoretisch Einstellungen. Ne, machen wir wieder weg. Wieder ins Spiel. Also er erkennt meine Controller, aber ich kann damit auch nichts machen. Auch nicht mit dem Steuerkreuz. Tja, das ist ja schon mal schön beschissen, ne? Spiel. Gamepad. Versuchen wir es mal damit. Ja, damit geht's auf einmal im Gamepad, wenn ich es einstelle. Siehst du, neben meinem Behältnis mit Beute drücke die X-Taste, um Gegenstände an dich zu nehmen. Verlassen ist, ist es denn der Knopf? Warte, der? Oder der? Okay. Körper untersuchen. Im Inventar kannst du die Liste von Gegenständen durchsuchen, die Geralt sich zugelegt hat. Manche Gegenstände können getragen und so vom Hexer direkt eingesetzt werden. Du kannst die Gegenstände nach Kategorien sortieren, dies vereinfacht die Suche. Der Gegenstand fällt dann zu Boden. Mit Y. Das heißt, wenn ich den jetzt öffne das Hauptfenster mit Ö und rufe das Inventar mit A auf. Lies die Nachricht, die du gefunden hast. Wie jetzt? Wenn ich hier drücke. Ach, da unten ist das Inventar. Das ist sehr unpraktisch. Ich dachte, ich kann jetzt irgendwie... Na, okay. Wo ist? Ah. Ankündigung, Turnier der großen Arena. Krieger aller Lande, Ritter, Gladiatoren, Soldaten und Waffenvibesvolk. Die große Arena, berühmt im ganzen Norden als Ort der ultimativen Herausforderung, öffnet euch die Tore, zeigt euren Mut und eure Fähigkeiten, erringt den Ruhm und das Gold, was das wahren Helden gebührt. Wer als würdig erachtet wird, am Turnier teilzunehmen, erhält eine Einladung in die große Arena und die Chance auf ewigen Ruhm. Okay. Habe ich doch. Man darf aber auch nichts machen, außer das, was man gerade soll. Das finde ich schon wieder viel zu linear. Ich hätte kein Tutorial machen sollen. Kann ich das Tutorial überspringen? Einstellung, Spielladenkarte.
Kann ich hier Spielmodus? Einstellungen? Spiel? Erinnerungen kann ich schon nicht geändert werden. Okay. Tutorial? Nein, jetzt will ich es nicht mehr, weil das macht mich kirre. Und ich kann immer noch. Mann, jetzt habe ich wieder keinen Bock. Nein, jetzt habe ich gleich keinen Bock mehr. Ich will hier nicht an die Hand genommen werden. Nicht so doll. Ich dachte jetzt nicht, dass das so doll ist. Was? Ja, habe ich doch jetzt offenbar schon gelesen. Mehr ist hier nicht. Wieso? Jetzt kann ich es nicht mal mehr lesen. Ja, dann leck mich, lass mich weitergehen. Lies die Nachricht, die du gefunden hast und tausche... Was? Ah, und tausche die nassen Stiefel gegen trockene aus. Das und habe ich gar nicht mehr gelesen. Es ist aber auch nachts um nach eins mittlerweile, also... wo war das jetzt? Habe ich die jetzt sinnvoll gewechselt? Schuhe. Das sind jetzt die Stiefel des Knappen. Ein Tagebuch wurde aktualisiert, öffnet, um die komplette Questbeschreibung anzusehen. Seufz. Oh, warte mal. Können wir uns wieder bewegen? Ja, dann wege ich auf das Ziel deiner Quest zu. Das ist ja am Bildschirmrand, ne? Da oben. Findest du rechts auf dem Bildschirm. Meine Güte, das ist hier gruselig. Findest du rechts auf dem Bildschirm und in der Minikarte. Was auch immer. Aber das ist auch viel atmosphärischer alles hier. Mein Charakter zu sprechen, richtete und bla. Mehr will ich gar nicht wissen. Na? Wer bist du? Ich tu dir nichts. Lässt du mich deine Wunden ansehen? Komisch. Siehst nicht wie ein Wanderpriester aus. Oh, verflucht. Das Reden schmerzt. Mich hält wohl nur noch die Rüstung zusammen. Ich suche Hilfe. Vergebens, fürchte ich. In dieser Gegend öffnet man keinem Fremden die Tür. Es wäre gut, wenn du meinen Knappen fändest. Wird ihm Grindes Fell gerben dafür, dass er vor den Leichenfressern weggelaufen ist. Betrachte es als meinen letzten Wunsch. Ich habe seine Leiche am Fluss gefunden. Ich würde ihm gerne das Fell gerben. Das ist ja auch eine schöne Art und Weise. Ich brauche dir einen Regenerationstrank. Du bist kein Hexer. Er könnte dich also umbringen. Aber wenn ich nicht irre, hältst du dich ohnehin schon für tot. Es besteht eine gewisse Chance, dass dein Körper mit den Giften zurechtkommt und dann ausheilt. Eher vergehe ich in diesem Loch, als mich zum Mutanten machen zu lassen. Das hat mit Mutation nichts zu tun. Bleib ruhig und lieg still. Ich muss ein paar Kräuter suchen. Immer dieser alles andere und ungewohnte ist gleich böse Menschen. Questverfolgung. Ziel auf der Minikarte oben rechts ein bisschen markiert, die gelbe Markierung für die zum Ziel der Quest, die du verfolgst, öffne ein Tagebuch, bla 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 bla. Ja. Ich kann doch wohl erkennen, was gelb ist auf der Karte. Aber das ist eine Grafik mal, die mir gefällt hier mal wieder, ne? Also das ist jetzt schick. Verwende das Medaillon, um Behältnisse, Kräuter und Monsterorte macht sowie gefallen an der entsprechenden Taste. Nach oben. Verwende der Medaillon mit L oben oder was, hä? Oder, ah, okay. Ah, das sind die Hexersinne. Schöllkraut. Mensch, es gibt sogar ein echt. Zaunrübe. Das kenne ich nicht. Da ist, warte. Hier. Nicht? Hast du schon eingesammelt? Da ist noch was. Irgendwelche Bewussten oder so. Was war das jetzt? Ich will das gucken. Tränkebomben oder Klingenöl herzustellen, benötigst du entsprechende Rezeptzutaten der anderen drei genannten. Du kannst schon mal mich tun, erstellen, wenn du meditierst. Okay. Rufe zunächst das Schnellmenü aus, starte die Meditation mit der Schaltfläche in der Mitte. Braue einen Trank für den verwundeten Ritter.
Ich finde das Geräusch cool. Meditation. Ja. So, jetzt meditiert er rum, weil Hexer schlafen ja auch nicht. Niemals. Sie meditieren nur. Ja. Zeit abwarten. Tränke einnehmen. Alchemie? Ah. Ich kann auch gerade nur Alchemie auswählen, okay. Muss ich ja alles erstmal gucken hier. Heiltrank. Heiltrank erhöht die Blablabla. Toxizität 25. Ich will. Ja, ich will wissen, welche Einzelteile ich habe. Ich will wissen, was das für Pilze waren. Darf ich nicht? Na ja, gut, dann darf ich halt nicht. Warum drehen sich Fulgur, was? Nein! Ich will! Was? Warum dreht sich das so kurz? Da Dinge, die sich... ach so, Y ist herstellen. Es ist einfach offenbar zu spät. Es ist offenbar zu spät. Mittlerweile. So, jetzt hat er meditiert. So, bring dem Ritter den Trank. Na du. Guckt euch mal diese Qualität an da. Versuch nicht zu reiern. Versuch nicht zu reiern. Ich finde das schön, die Sprache, die nutzen. Du lebst noch, das lässt hoffen. Aber bis du wieder der Alte bist, wirst du dich gedulden müssen. Bleib einfach da und warte. Bist kein Mutant, da dauert es ein paar Tage, bis du dich erholt hast und wir dich hier wegbringen können. Danke, Hexer. Bei Kreve. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit. Ich bin Geralt von Riva. Bolton von Eisenfurt. Was ist hier geschehen? Gute Besserung, ich muss los. Na, erstmal, was ist hier überhaupt geschehen? Ich bin hergereist, um in der Arena mein Glück zu versuchen. Ein paar Leichenfresser haben mich überrascht, wuselten mir ums Pferd, das ging hoch und da bin ich in voller Rüstung runtergekracht. Hab mich dann mit kaputten Knochen hierher geschleppt. Jämmerliche Geschichte, aber so war's. Klingt nach einer Auftragsarbeit für mich. Wohl kaum. Würden die Leichen nicht gefressen, würden sie faulen, stinken und Pestilenz verbreiten. Verfluchter Dreck. Die Leichen aus der Arena. Die werfen sie einfach in die Klamm. Die Toten unterhalten zwar die Leute nicht, aber sie halten die Leichenfresser fern. Na super. Gute Besserung, Bolton von Eisenfurt. Und leb wohl. Du musst meine Einladung annehmen. Wenn nur die Hälfte stimmt von dem, was ich über Hexer gehört habe, müsstest du in der Arena gut klarkommen. Danke, Bolton. Ich habe zu danken. Und falls du keine Einwände hast, Geralt von Riva, würde ich jetzt gerne ein bisschen schlafen. Joa, aber geh dafür doch ins Haus. Nö, der pennt einfach auf der Terrasse. In die Arena eingeladen, das ist schön. Kann ich hier auch rein? Wir wollen keinen Ärger. Fort mit dir, verschwinde. Ja. Also hier macht niemand die Türen auf. So kann man natürlich auch erklären, dass man die Häuser nicht von innen animieren möchte. Nun ja. Was ist das hier? Ist das die Stadt? Wer schleicht da durch die Nacht? Fahrt mit dir, Verfluchter, sonst hetze ich die Hunde auf dich. Hier draußen habe ich Leichenfresser, also schick deine Kläffer ruhig vorbei. Scherz, Boltwi. Das seid ihr alle. Ihr findet euch so witzig. Bis ihr in die Arena geht, dann ist Schluss mit dem Theater. Ich scherze ganz und gar nicht. Ich bin durchnässt und halb erfroren. Lass mich rein. Aha, ein Vampir. Blutsauger lass ich nicht rein. Oh nein, ich habe hier Aale in Knoblauch. Was sagst du nun? Der Aal in Knoblauchprobe unterziehe ich mich gern. Oder der fließend Wasserprobe, der Bierprobe. Wer weiß, was du bist. Das Böse kriecht durch die Nacht und verdirbt anständige Leute. Ich warte einfach, bis morgen früh der Hahn kräht. Wenn du mit dem Sonnenaufgang nicht verschwindest, lass ich dich rein. Ich soll hier warten? Heda! Also schön. Mal ein Plätzchen zum Ausruhen. Ach, und damit sollen wir jetzt lernen, wie wir Zeit vertreiben. Ja, das haben wir doch eben im Menü schon gesehen.
Da, ja, nee, das musst du mir überhaupt nicht erklären, das habe ich ja gerade schon gesehen. Ja, gucke mal, wenn ich meditiere, dann haben wir ja schon gesehen unten, dass da Zeit abwarten steht. So, nur bis zur Morgendämmerung. So, du Drecksack. Lässt du uns jetzt rein oder muss ich dir in den Arsch treten? Noch da, Stinksack! Pass mal auf, du. Der Hahn hat gekräht und ich bin noch da. Dass ich miefe, ist möglich. Hast du eine Einladung? Hab ich. Dann rein. Viel Glück in der Arena. Passt du auf, sei froh, dass du Stadtwache bist. Das sonst, ne? Treffen uns dann mal außerhalb vom Dienst. Ach, hier lernen wir jetzt kämpfen. Mhm. Ziehe das Stahlschwert, ziehe das Silberschwert. Joa. Dreh die Kamera zum Gegner. Wenn du dich auf einen auswählst, markierst, greif Geralt an, bis er tot ist oder du ein anderes Ziel auswählst. Das ist ja schon mal, es wirkt ja einfacher. Ziele auf den magischen Gegner. Mhm. Mit X, okay. Hohoho. Na, das geht doch schon wieder viel flüssiger. Langsame Gegner landen schwere Attacken, schnelle Gegner landen leichtere, greifen aber häufiger an. Kämpfe erfordern auch Ausweichen und Blocken. Denk daran, dass du den Schaden der Geralt einschlägt, nur reduzierst, wenn du blockst. Magische Attacken lassen sich nicht blocken, dann kann man nur ausweichen oder sich mit Zeichen schützen. Joa. Bist du böse? Energie vom gelben Balken oben, Blocken gegnerische Angriffe und Wirken von Zeichen, senken die Energie, ist eine Generikheit, so keine Zeichen mehr wirken, aber weiterhin Angriffe blocken. Ach, die Taste. Okay. Ah. Okay. Ja, und nu? Ich glaube, das habe ich jetzt genug geschafft, wollte ich gerade sagen. Ein Konter erlaubt dir, einen gegnerischen Angriff mit einem Gegenangriff zu quittieren. Hat er also die Blockentaste gedrückt und gleich... Meine Güte, das ist eine Wissenschaft für sich hier. Was für ein taktisches System. Warte bei Blocken, bis er den Angriff drücke X, okay. Ja, ich versuch's. Nice. Da kann man ja sagen, ich habe mich nur gewehrt. Aber man muss schnell sein. Na komm nochmal. Himmel. Das sind wir schon wieder so taktisch. Mist. Das A-Zeichen. Das hätte ich gesagt, Energiepunkt, die aktuelle Anzahl von Energiepunkten siehst du in der linken oberen Ecke der Balken. Also nicht genügend Energiepunkte, kannst du kein Zeichen mehr verwenden. Reagiert sie ein wenig. Atmetopf, die geht einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also Blitz, ja. Oder wirft immer mehr, lässt sich dann mit einem Streich erledigen. Gegner mit Schilden lassen sie auf diese Art gut schwächen. Wirke das Abzeichen mit B. Neben dem Grundschaden können Geralt im Gegner auch kritische blablabla Zusatzeffekte von Angriffen, sie wirken gewisse Dauer, die Effekte betäuben Niederschlag. Warum Geralt wird besiegen, immer bestimmte Effekten. Na, auf Geralt wirken im oberen Bildschirm. Darf ich ihn jetzt einfach besiegen? Boah. Aua. Ja. Du kannst Zeichen über das Schnellmenü auswählen. Okay. Also hier dieses. Das da. Äh.
Vorsicht, der Kerl hat Mutantenkräfte. Kritische Effekte auf Geralt. Magier kriege eine Erschütterung auf dich gehört. Soll ja wirklich alles zu Scheiße auf aktive Fähigkeiten, Dauer, bla bla bla. Letzte Effekte. Bluten, ja, verliert man halt. Verliert man halt, ne? Über eine gewisse Zeit noch kriegt man noch Schaden. Blenden, ja. Sieht man halt nichts mehr. Einäscherung, Aua. Einfrierung ist Verlangsamung. Vergiften ist auch Zeit auf Schaden und Intoxide. Toxikation, das ist so eine gewisse Abklingzeit für Heiltränke. Ne, du kannst dich einen Heiltrank und noch einen Heiltrank und noch einen Heiltrank und dann wärst du unbesiegbar und so. Niedrige Vitalität. Das Quenzzeichen, wirkt den gegnerischen Schaden reduziert. Oh, und das mitten in der Nacht. Danke, Spiel, dass du mitten in der Nacht so kompliziert sein möchtest. Quen. Lexmir Mosch. Art Irden Igni Quen. Kann ich jetzt auch mal kloppen? Was ist das denn? Ein Axi-Zeichen. Mit dem Axi-Zeichen kannst du dich einfach rübergeben, kontrollieren. Ich kriege ja gleich einen Rappel, wenn ich mich auf so viele Dinge gleichzeitig... Also... Hallo, kannst du da auch mal bleiben? Ich bin zu alt für sowas. Was denn? Ich hab die noch. Was jetzt? Warum kann ich nicht einfach töten? Meine Güte, ist das nervig. Ja, ich kann offenbar nicht, aber ich kann ihn auch nicht angreifen. So, Axi kann ich nicht machen. Jetzt schon. Toll. Ah ja. Boah, das ist mir doch alles so anstrengend. Das hätte ich auch mit dem Schwert hingekriegt. Viel einfacher. Das Irdenzeichen ist eine magische Bodenfalle. Gegner hier eingreifen, gelähmt. Du kannst von hinten angreifen, flüchten, wenn der Kampf nicht nach Plan verläuft. Axiquen Irden. Na komm. Kann ich jetzt nicht einfach mal hauen? Gib den Galgo mit dem feurigen Igni. Ja, das ist... Ja, schön. Das ist mir jetzt aber alles viel zu viel. Zumindest für nachts um 1:30. Ich kriege ja gleich einen Rappel. Ich werde es schon hinkriegen, eine Truhe zu plündern. Ich bitte dich. Sagt er und rollte gegen die Truhe. Platziere im Schätzsucher einige Bombenfallen und Wurfmesser, die du in der Truhe gefunden hast. Oh, ja doch. Was? Langschwert? Das ist nein. Nach rechts geht nicht was wie. Also um die Zeit macht es mir keinen Spaß, so ein ausführliches Spiel zu spielen, muss ich sagen. Da möchte ich mich eigentlich lieber berieseln lassen. Ich jammere gleich noch viel mehr. Sag ich euch, wenn die nochmal was von mir verlangen, so wo ich nachdenken muss, dann fange ich ja gleich richtig an zu jammern. Da könnte aber drauf ausgehen. Samunbombe. Was? Hä? Was? Hat er jetzt gerade die Schuhe ausgezogen, als ich die Bombe ausrüsten wollte? Also so langsam werde ich knietschig, muss ich sagen. Jetzt wird's mir langsam hier ein bisschen, ne? So, was, warum, wie jetzt hier? So, haben wir das jetzt ausgewählt? Ich weiß es nicht. Bomben. Haben wir? Ich will jetzt aber nicht einen Schnellzugriff lernen. Ich will das Spiel spielen.
Warte mal, ich bin jetzt kurz davor, knietschig zu werden. Das ist mir jetzt gerade zu anstrengend. Neues Spiel, Spielstände, ja. Neues Spiel. Nein. Nie wieder ein Tutorial. Dunkel, wahnsinnig. Wenn Geralt stirbt, ist das Spiel aus und vorbei. Oha. Sehr schwer, besondere Gegenstände sind aber verfügbar. Kämpfer haben es in sich. Balanciertes, ja, rundes RPG-Erlebnis, damit komme ich klar. Aber nicht hier dieses, mach das alles genauso, wie ich dir sage, damit du auch alles vom Spiel mal kennenlernst. Wahrlich, nichts ist widerlicher auf Erden als jedem Monster, welche da Hexer geheißen. Sie sind doch Früchte der verruchsten, zauberischsten Teufeleien. Kreaturen ohne Anstand, Gewissen und Skrupel, Höllenbrut geschaffen, allein um zu töten. Naja, würde ich so nicht sehen, ne? Also ich meine, Anonymous, das Monstrum, eine Beschreibung von Hexern. Ah ja, das ist wohl ein kleines Pamphlet. Ich bin echt müde. Aber ich werde aufhören zu jammern. 6 Jahre sind vergangen, seit die vereinten nördlichen Königreiche bei Brenner Nilfgaards Armeen schlugen. Hunger und Krankheiten plagen den Norden. Anderlinge leben in Ghettos, immer mehr flüchten in die Wälder und schließen sich den Skoyatel an. In Temerien wird ein heimtückischer Anschlag auf König Foltest verübt. Der Monsterjäger Geralt von Riva tötet den Attentäter. Ein Monat vergeht. Foltests Armee siegt am Pontar und beendet damit den Bürgerkrieg. Allerdings wird Foltest für diesen Triumph einen hohen Preis zahlen müssen. Temerien im Jahre 1271. Joa. Ach, das ist ein Traum mal wieder. Von Anfang Teil 1. Aber diesmal auch in vernünftiger Grafik. Kerker der Burg La Valette, 3 Tage nach der Schlacht. Los, ihr Sechsen, kommt zu Papi. Kacke! 20 Urens für den Opa. Guck mal, er ist aufgewacht. Du Irrer, geh da nicht rein. Ach, Klappe, der ist doch gefesselt. Er tut schon nichts. Oder, Meister Geralt? Und was haben wir dir getan? Würfel nochmal. Wieso? Die Würfel haben sich nicht bewegt. Ach, ich bescheiße. Nimm das zurück. Guck, er ist aufgewacht. Monsterjäger. Man sehe und staune. Ein gewöhnlicher Drecksack. Es heißt, Hexer hätte man als Waisen in Hinterhöfen eingesammelt. Und dann mit ihnen rumexperimentiert. Und zur Sonnenwende treiben sie es mit den Hexen. Darum auch dieser teuflische Blick? Genug. Losbinden und ins Vernehmungszimmer bringen. Dachte, du wärst tot. Ich bin nicht so leicht zu töten. Wir auch nicht. Man hat uns noch nicht vorgestellt. Vernon Roche. So wie Ferrero Roche? Naja. Ich würde gerne die Hand reichen, aber die Handschellen. Oder fick dich. Och, machen wir mal das Erste. Vielleicht haben wir eine Chance, darauf befreit zu werden.
Leider kann ich dir nicht die Hand reichen. Wie dumm von mir. Wes! Mach ihn los! Geralt von Riva. Stellst du uns vor? Nicht nötig. Bring was zu trinken. Wir wollen hierher nicht vertrocknen. Erzähl mir alles, die ganze Erstürmung, was in der Einsiedelei passiert ist. Und wenn ich mich weigere? Dann klopfe ich dich weich. Ich mache meine Arbeit schon lange und bin sehr gut darin. Du als Hexer verträgst ja einiges. Verlass dich drauf. Im Zweifel landest du eben wieder in der Zelle. Und morgen kastrieren sie dich öffentlich, häuten dich und knüpfen dich auf. So einfach? Weswegen denn? Für Temerien. Zu viel der Ehre. Wo darf ich anfangen? Es war ein langer Tag. Erzähl mir das Wichtigste. Der König hat mich heute Morgen zu sich rufen lassen, der Beginn der Erstürmung. Wir haben uns beim Tempel getrennt. Ja, zu Beginn, fangen wir vorne an. Zuerst lief alles glatt. Dann stießen wir auf Arjan Lavalette. Oh, und wir spielen das jetzt offenbar. Sieht aber auch gut aus, ne? Ach so, ich hab's schon gezogen. Ich Klugi. So. Kein Tod ist ein guter Tod. Den müssen wir rennen. Ach, der ist ein Böser? Okay. Hab ich jetzt gerade gar nicht so richtig mitgekriegt hier in dem Gerangel. Lord Zeuxen, stürmt das Tor zu der Insel in der Mitte! Ein guter Tag zum Töten, Eure Majestät! Mir nach, meine Herren! Für Temerien! Lord Swan, eure Leute kommen mit mir! Wir müssen Arjan Lavalette schnappen und so die Moral der Verteidiger brechen! Zu Befehl! Geralt, meine Herren, mir nach! Die Ehre ruft! Ja, bestimmt tut die das. Bumm. Vernünftige Texturen. Zieht euch zurück, vernünftige verdammt! Oberflächenbeschaffenheiten. Euch zu sterben, verstanden? Vernünftige Licht- und Schattenverhältnisse. Eine Tiefenschärfe. Wenn es so weitergeht, knallen die uns wie die Enten ab. Hast du eine Idee? Die Balliste wird das Problem lösen. Besiege die Bewacher der Balliste, mache das Gerät schussbereit. Erstmal hinkommen vor lauter Lachen. Hoppala. Und hops. Es könnte ein bisschen tief sein. Naja, so als Hexe halten wir natürlich einiges aus. So haben wir das hier. Da hinten sind die ollen Bewacher. No.
Oh, ich habe gar nicht auf die Lebenspunkte geachtet. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie ein... Oh Gott, okay, uns... Ja, ich, nee, ich sag da mal lieber nichts zu. Es ist spät. Ja. Aktuell laden. Das, wo lädt er jetzt? Oh Gott, da lädt er wieder. Ich drück mal B, das war halt möglichst schnell. So, da musst du jetzt aber extra verbluten hier, du Schwein, du. Ich kastriere dich. So. Das wird immer wild hier. So, weiter. Ja. In den Kampf. Ein guter... Mir... Ja. Ich kenne das alles. Ich war schon mal hier. Ja. Schnell. Ja. Weiter. Sieht zwar gut aus, aber ich hasse es, Dinge zweimal zu machen. Auch in Spielen. Ja, ich weiß das. Mach schneller. Mach hinne. Los, ich dreh dich in deinen Arsch. Los. Hau dich. So. Und hopp. Achso, ich muss ja schon hingucken, wo ich hinspringen will. Ah ja. Sonst kann ich nicht springen, wenn ich das nicht sehe oder was. Ja, ist klar. Auch wenn ich das weiß. Mhm. Ja, natürlich. Macht Sinn. Nicht. So. So, ihr Schweine. Kein Schritt zurück, Weichen! Diesmal achte ich auf hinten, ihr kleinen Mistbiester. Tötet den Hexer! Nix da. Hier. Was? Ach, das war ein Pfeil von irgendwo. Boah. So. Aber ich will mich ja nicht aufregen. Da muss ich noch mal überlegen, wie ich dahinter komme. Mist. Ich muss dir das mal sehen hier. Komm her, du Schweinchen. Kein Schritt zurück, Michael! Scheiß Schildträger. So, das Schild nützt dir jetzt auch nichts mehr. Kann ich die irgendwie nutzen? Da. Ah. Gott. Vom Ballistespannen kriege ich einen lahmen Daumen. So, und da kommt... Oh ja, natürlich. Ja, natürlich. Das muss ja sein. Tötet den Hexer! So, wir werden besser. Na also. Oh, und ich kriege hier wieder einen Daumen. Ah ja, so richtet man die also aus. Jetzt müssen sie wahrscheinlich... Hier kommen noch Gegner, wir müssen sie aber noch was reinlegen. Ja, ist klar. Also das Kampfsystem ist wesentlich dynamischer als beim letzten Teil. Na komm. Ja. Vernichtet die Lilien und so. Dabei sind Lilien schöne Blumen. So, was nu? Weißt du, wo du hinschießen musst?
Boom. Das haut rein. Auf den Turm, Männer! Alle auf den Turm! Die Götter sind mit uns! Ich versuch's mal, da wieder hochzukommen. Ja, erst wieder hier runter, jetzt wieder hier hoch. Geht das? Muss ich hier hinten, ne? Ah, da sind sogar wieder Leute. Der ist ein bisschen zu doof, aber das ist okay. So. Einsammeln kann ich da gar nicht groß was, aber ich kriege Erfahrung, das ist auch gut. Aua. Schweinepriester. So, da hoch. Schau mal. Wir können doch bestimmt klettern. Na also. Fast wie Assassin's Creed hier. Hoppala. Endlich können wir sowas wie hüpfen. Hoppala. Und den... So. Da ist noch einer. Haben wir's. Ist hier hinten noch jemand? Ey, lass mich durch. Ich würde gerne mal so rufen. Das ist Sparta. Und einfach mal jemanden runtertreten. Ach ja. So, ich mache hier Mettbrötchen. Wer hat Hunger? Wir haben jetzt genug. Was ist los? Wo sind hier noch Gegner? Was denn? Kämpfen da unten noch Leute? Ach, hier hinten. Ja, und hoppen ihn weiter da. Geht mir nicht doof im Weg rum. Nein, kein Tod vorm Tod. Also vorm eigentlich geplanten Tod. Das ist ein guter Tod. Aber naja, das funktioniert ja in diesem Spiel nicht so. Mach auf. Schlag die Tür ein. Axtmänner, haut sie in Stücke. Na dann, lass ich euch mal machen. Axtmänner. Netter Name. Oh, das war wohl ein bisschen zu sehr doof. Upsi, ich wollte gerade ausweichen, weil ich gemerkt habe, das war doch vielleicht ein bisschen übernommen. Hust, hust, ich spiele zu viele RPGs statt die richtigen Rollenspiele, sag ich mal. Na? Alter. Nein! Oh, Satan, die Ratten nochmal. Ich krieg ja echt gleich zu viel. Einmal versuche ich es noch. So. Ja. Oh, was? Nicht nein, ja. Vorderste Front. Spielstand löschen nicht? Nee, ich will spielen. Ah, nerv mich nicht. Mach einfach. So müde bin ich nun auch wieder nicht. So. So. Und ein bisschen mehr mit Taktik halt. So. Kann auch funktionieren.
Beschütze König Volltest. Mhm. Das ist voll der Test hier, weißt du? Mann, nun kletter hinauf. Ich drück doch. Ah! So. Und oben. Was? Was ist nun los? Lasst ab! Oder ihr sterbt wie die tollwütigen Hunde, die ihr seid! Arian Lavalette, das wird keine leichte Aufgabe. Ergib dich, Arian! Deine Ehre bleibt unberührt! Ach, fick dich selbst, König! Spickt sie mit Pfeilen! Los, Männer! Für Temerien! Ihre Deckung ist nicht übel. Hast du eine bessere Idee? Ich versuche hinüberzukommen. Wenn die Schützen mir Deckung geben, kann ich es schaffen. Das ist der Sohn von Luisa und dem alten Baron, der Erbe dieser Ländereien. Ungestüm und ein guter Schwertkämpfer. Sieh dich vor. Ich versuche es mit Vernunft und Argumenten. Ja, natürlich, Geralt, das wirst du tun. Meine Lieben, die Folge ist nun aber mehr als ausgereizt, würde ich sagen. Ich schreibe hier gerade noch auf, 301, war noch Witcher... 302 ist jetzt Witcher 3, 2 und die Folge dauert lang. Meine Lieben, wisst ihr, ich behalte Witcher 2 auf Festplatte. Das macht doch unheimlichen Spaß, muss ich sagen. Allerdings habe ich so viel Speicherplatz im Moment belegt an Spielen und dank Steam Summer Sale kommt man im Moment auch sehr leicht an Spiele ran und es gab noch umsonst was und bla und ich muss erstmal ein bisschen durch Spiele, Minispiele durchgucken, um wieder ein bisschen was von der Platte zu putzen. Wenn wir 350 GB haben, ich glaube ich habe gerade 272 frei, wenn wir wieder über 350 GB rüberkommen, bin ich mir wieder so sicher, weil es kommen ja auch Updates und Co. und alles, dann bin ich mir wieder so sicher und happy, dass ich dann auch hier in Witcher weiterspielen kann. Ihr seht diesen gewaltigen Sprung alleine von Teil 1 zu Teil 2 und jetzt stellt euch einfach mal vor, so einen Sprung gibt es nochmal zu Teil 3. Also Teil 3 ist, das Spiel startet und man kommt einfach, weißt du, man kommt einfach. Das habe ich auch noch nicht installiert, wie gesagt. Ich werde erstmal mit dem zweiten Teil mit euch weitermachen, aber erst in ein paar Folgen. Ich muss erstmal noch ein bisschen auf Platte gucken. Meine Lieben, ich versuche morgen mal ein Spiel mit euch zu spielen, was an Absurdität nicht zu überbieten ist. Ich sag nur so viel, wir spielen und lenken eine Kackwurst. Es ist, wie gesagt, an Absurdität nicht zu überbieten. Wenn ihr sehen wollt, seid morgen wieder dabei. Danke fürs heute dabei gewesen sein. Geiles Spiel, kann ich nur sagen hier. Auch wenn ich manchmal ein bisschen sterbe. Ich bin es halt nicht gewohnt, so richtig taktische Rollenspiele zu spielen. Ich bin sonst immer nur, das ist deine Waffe, hau drauf und sammel ein, skill dich, werd besser, crash alle Befehle rein, die du nur hast, alle Attacken und hau dich durch die hunderte Gegner durch, aber nicht, du hast ein paar Gegner und die können sich auch wehren. Also pass lieber auf, block ab, weich aus und nutz die richtigen Angriffe gegen die richtigen Gegner. Das ist erst noch was, daran muss ich mich noch gewöhnen. Solche Rollenspiele habe ich bisher noch gar nicht gespielt, sondern einfach immer nur Hack and Slay und Action Roleplay, aber nicht so diese kernigen hier. Deswegen war ich auch früher nie so ein Elder Scrolls Spieler, weil mir das immer alles zu... Da waren zu wenige Gegner, die zu viel drauf hatten. Und ich brauchte irgendwie lieber, keine Ahnung, bei Diablo habe ich schon über 1 Million Monster in meinem Counter drin, weißt du. Naja, meine Lieben, bis morgen und gute Nacht. Ich falle jetzt ins Bett. Ich bin jetzt auch echt nicht mehr aufnahmefähig. Ich träume von Temerien, wie ich den Königssohn mit Argumenten überzeuge. Ich habe aber leider keine Titten, also wird dann mit den Argumenten nix. Badumts. Also, tödelö.